Nee, aber jetzt müssen wir uns erstmal entscheiden, was mache ich jetzt als nächstes? Suche Jane und Joseph in der Nähe der Polizeiwache, beziehungsweise machen wir jetzt den Lautsprecherquatsch? Ich glaube, wir machen jetzt den Lautsprecherquatsch. Komm, ja. Es sah beim letzten Mal zwar ein bisschen doof aus. Quest aktualisiert. Dame entsch. Was? Hä? Ich gehe hier nur meines Weges, lalala. Quest aktualisiert. Hä? 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 Oh, hi. Hi, Joseph. Was ist denn mit dir passiert? She got it in her head to go to the police station to give them supplies too. They were drunk, laughing. I begged them to let her go, and they beat me until I blacked out. When I came to, I was on the other side of the wall. But she's probably still alive. They wanted to keep her. Use her. You'll get her back, right? Get in there through the sewers. The building's locked off, but I'll give you the key. They didn't take it off me. Make them pay for what they did to her. All she wanted was to help. And they... Oh, they... Now go get her out of there. Damen in Schwierigkeiten. Such dir einen Weg durch die Abwasserkanäle zur Polizeiwache. Und Joseph lassen wir an der Stelle natürlich total liegen. Hier draußen, wo es so sicher ist. Wo er, ja, gut. Okay, ist schon in Ordnung, Joseph, ja. Und seine Aussicht ist auch so wunderbar. Also, mein Gott, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen an der Stelle. Gut, jetzt muss ich trotzdem wieder die richtige Quest anwählen, glaube ich. Ja, Mensch, das war ja absolut gar nicht abzusehen und so. Also, eigentlich könnten die Gin behalten von mir aus, ganz ehrlich, weil so unglaublich nützlich war sie nicht. Moment, sie hat noch ein paar Sachen von mir mitgeschleppt. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas Relevantes war oder nicht, aber. Verdammt. Könnte also sein, aber gut. Ja, du bist ein ganz toller Geher. Tup, 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 tup. Und es geht wieder los. Ja, wir willkommen in der Stadt. Ups. Ey, was ist denn los? Hallo? 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 Ihr müsst euch doch leichter irgendwie besiegen lassen. Das wäre zumindest ganz nett. So, bam, bam, bam. Boom. So, plus 7 Erfahrungspunkte dafür. Huhuhu. Ja, war irgendwie klar, ja. Also das ist aber gut, okay. Aber davon mal abgesehen, wenn die mit dem Wagen dahin gefahren sind, dann haben diese dämlichen Punks jetzt auch mein gepanzertes Gefährt. Und das kann ich jetzt an der Stelle sowieso nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen kümmern wir uns da nachher drum. Wie gesagt, ja, halt, nachher, wenn wir irgendwann Zeit und Lust dazu haben. Erstmal machen wir jetzt diese komische Lautsprecher-Quest, weil, ja, dann haben wir das hinter uns und dann ist das, glaube ich, ganz gut. Habe ich jetzt auch wirklich diese Quest angewählt? Dumme Frage. Ja, ich habe diese Quest angewählt. Gut, okay. 200 Meter irgendwas. Die sind in Flammen. Das ist mir total egal. Ja, ich muss mich jetzt auch nicht mit jedem Zombie tatsächlich anlegen. Auch wenn es auf eine gewisse Art und Weise verlockend wäre, weil dann habe ich auch bald neues Level. Ein neues Level. Und ich habe schon wieder. Warum habe ich schon wieder nichts in der Hand? Seltsames Spiel. Ich weiß auch nicht. Na gut. Ist hier. Ach, hier war der. Die Lagerhalle, natürlich. Mit den ganzen Leuten, die nicht mehr auf mich warten oder vielleicht doch auf mich warten, ich weiß es nicht. Eigentlich war da ja nichts mehr. Ups, höchstens ein paar Leute, denen ich noch so Sammel-Items bringen sollte, aber ansonsten war da irgendwie nichts. Huhuhuhu. Bam. So, ich mag dich nicht. Ich mag euch auch nicht. Ich mag dich auch nicht und dich nicht und überhaupt nicht und aua. Das ging voll gegen den Rücken. Verdammt. Ich weiß nicht, dafür, dass mein Brecheisen angeblich so gut sein soll, zumindest von den Werten her, habe ich persönlich das Gefühl, dass mein Brecheisen. Boah, Mann. Dass mein Brecheisen verdammt schwach ist. Ups, aber. Keine Ahnung, vielleicht ist es nur so ein subjektiver Eindruck. Ich kann mich von diesem Brecheisen nicht trennen. Das ist irgendwie seltsam. So. Mein Brecheisen und ich, ja. Ich werde es mein Leben lang irgendwie mit mir herumschleppen. Oh, dieses wunderbare Brecheisen. Oh ja, das hat mir schon so viele gute Dienste erwiesen. Also hat es tatsächlich, davon abgesehen. Aber, seltsam. Na gut. So, ich könnte ja natürlich auch bei Zombie-Ansammlungen oder so. Ach ja, hier war nur ein Händler, genau. Ich könnte ja bei Zombie-Ansammlungen oder so jetzt auch mal wieder Raserei aktivieren. Oh ja.
ich wollte jetzt ganz cool sein, aber irgendwie sah das nicht so richtig cool aus, weil es verhältnismäßig lange gedauert hat, über diesen komischen Transporter zu springen. So, bam, geh. So, ja, 3 Treffer und hinüber. Hä? Jetzt doch da lang, oder was? Mein Gott, denn... Nein. Sam B, entscheid dich doch mal, wo du hingehen willst. Ganz ehrlich. So. Dup. So, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir stehen jetzt gleich wieder vor dem... was ist denn jetzt los? Achso, ja, hat es kurzzeitig irgendwie keinen Bock mehr. Boom! Wir stehen jetzt gleich wieder vor demselben Problem wie beim letzten Mal. Nämlich, dass ich absolut keinen Schimmer habe, wie ich auf das dämliche Dach darauf komme, um von dem Dach dann dort runter zu springen. Also, lassen wir uns an der Stelle gleich mal überraschen. So, bam! Bam. Ja, das war auch gar nicht mal so verkehrt. 842 Erfahrungspunkte, hooray! Ich habe eine schwache, was? Bolo-Machete genommen? Aha. Noch nie gehört. So, $136, ihr seid noch nicht tot, aber das können wir an der Stelle denn gleich nochmal ändern. So, und du bist? Nein, du bist eindeutig. Du bist, war das gerade möglich? Ich hab doch eigentlich, aber... ist egal. So. Wir denken nicht weiter drüber nach. So, alles klar. Jetzt. Seltsam. War es beim letzten Mal auch schon so, dass du so Funken gespritzt hast? Ups. Sah jetzt eben sehr effektvoll aus. Bin ich von dem Spiel ja gar nicht gewohnt. Interessant. Ja. So. Okay, dort sind auch Planken oder so. Ups. Das heißt, ich muss mir jetzt nur das richtige Dach suchen. Also beim letzten Mal haben wir zumindest schon festgestellt, es kann eigentlich nicht das Haus selber sein, wo ich rein muss. Ups. Stattdessen muss ich irgendwie... von irgendeinem Dach aus darauf gelangen. Und ich glaube... Ja gut, wir gehen jetzt ein paar Mal um die Häuser herum. Und irgendwann werden wir schon finden. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ups. So, ich weiß zumindest, wo ein Lautsprecher ist. Oder wo noch ein Lautsprecher ist. Nämlich bei dem Haus, bei dem komischen verlassenen Haus, was jetzt nicht mehr ganz so verlassen ist, weil mittlerweile wohnen da ja ein paar Typen drin. Aber ich glaube, es wird immer noch als verlassenes Haus in der Schnellreisefunktion tituliert. Jedenfalls dort oben war so ein Lautsprecher. Den habe ich vor ganz, ganz langer Zeit mal da oben gesehen. Und ich glaube, der könnte auch noch questrelevant sein. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal überlegen... Oh, aha, erstmal überlegen. Leiter benutzen. Interessant. Schön, dass mir das vorher nie aufgefallen ist, aber ist okay. So, bop. Ich glaube, heute bin ich so in Bestform. Das wird so toll. Ich aktiviere alle Lautsprecher und mache damit eine weitere Nebenquest. Und dann können wir uns ganz doll freuen. Und ansonsten ist hier oben weiter nix. Nö. Springe ich jetzt hier einfach runter oder wir benutzen die Leiter? Ja, wir sind ein zivilisierter Rapper. Dab, wir benutzen die Leiter. So. Und dann aktivieren wir einen komischen Schaltkasten. So. Bam. Suche den dritten Lautsprecher und aktiviere ihn. Der ist jetzt auch nicht so schrecklich weit entfernt, was sehr von Vorteil ist. Oh mein Gott. Es ist sehr schön. Ja. Wie gesagt, es ist eine ganz seltsame Entwicklung. Irgendwie. Mittlerweile, Dead Island macht wieder unglaublich viel Spaß. Könnt ihr jetzt... gar nicht so verkehrt sein, oder? Wenn ich jetzt noch ein bisschen auf dem Dach hier bleibe? Mal gucken. Hi, was macht ihr denn hier? Ihr feiert eine kleine private Party? Das kann ich ja irgendwie nicht gutheißen. So, bam. Eigentlich würde ich ganz gerne... Ich hätte ganz gerne einen Stampfer gemacht. Ups, aber ich konnte keinen Stampfer machen. Warum auch immer. Ich brauche Ausdauer. Ihr seid alle beide tot? Ja. Ups, halt, Moment. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da bist du. Ist ja irgendwie zu schnell für mich. So, bam. Und klatsch. Er macht's nicht immer. Er macht's nur ab und zu mal. Aber dann bringt er sich auch selber in Position. Also ich brauche nicht mal den Kopf direkt anvisieren. Weil das haben wir schon gerade gesehen, glaube ich, dass er... Oh, hi. Ja, ich habe mich gerade wieder gewundert, dass ich nichts in der Hand hatte. Das war schlecht. So, der Baseballschläger. So, und ein Energy Drink. Bum. Wo, wie, wer, da? Aha, Schläger. Interessant. Das ist ja perfekt. Wehe! Nein!
Und ich sag's noch, es ist doch perfekt, dass ich jetzt da oben war. Grafikfehler noch und nöcher, wo bin ich jetzt? Nein, 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 nein. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht. Böse. Ja, das war eine geradezu Meisterleistung von mir, wie ich diesen Selbstmörder jetzt missbraucht habe, um seine Artgenossen zu erledigen. Aber nichtsdestotrotz, das war jetzt scheiße. Ah, ich muss doch wieder aufs Dach rauf. Ich muss doch wieder auf das Dach. Ich muss doch wieder auf das beschissene Dach. Wie komme ich jetzt auf das Dach rauf? Ach, ja, was ist denn los mit euch? Ups, nein, ist doch gut. Ja, ja, ja. Nein, oh, Mann, was soll das? Ich muss doch wieder aufs Dach rauf. Gibt's noch eine andere Leiter? Hoffentlich, hier irgendwo in der Nähe. Ach, Mann, es war so schön, mein Gott. Und dann schwere Dornmessing-Schlagring. Nee, will ich nicht. Es war doch so schön. Es war gewissermaßen so schön. Es hätte so schön werden können. Es hätte so schnell gehen können, aber nee. Achso, nee. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Gut, okay. Ja, ist sogar der richtige Weg, der mir angezeigt wird vom Radar. Interessant. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt also wieder dorthin. Aber diesmal stellen wir uns wenigstens so hin, dass wenn der Schläger uns erwischt, dass er uns nicht direkt von dem Dach katapultieren kann. Weil das ist tatsächlich ein ganz klein bisschen unangenehm. Ja, ja, Kirche. Huhuhu. Kirche ist was Tolles. Da. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. So. Du. So, hier links, rechts gucken, irgendwie so. Und dann ein bisschen straven, tralala. Und dann wieder gucken und wieder was in die Hand nehmen. Wäre zumindest ganz gut. So, Eigenbaumachete, Schock. So, hahaha. Tadadada. Nein, nein, nein. Du erwischst mich nicht. Aber ich erwische dich. Haha. Ja. Nee. Genau. So. Ausdauer, zack, und kann ich bitte dir mal wieder so Britze. Oh, armer kleiner Schläger. Bum, bum. Ich würde dir ganz gerne eigentlich mal wieder was abschnippeln, aber irgendwie geht das nicht. Au. Zumindest stehe ich hier richtig, weil so kann er mich nur gegen die Mauer befördern und nicht wieder direkt irgendwie 2 Meter nach unten. So, zack, zack, zack. Ja, genau so zum Beispiel. Ups, halt, nicht so viel rumspringen, Sambi. Es muss doch nicht sein. Ich hab Angst. Ich werde sterben. Ich werde nicht sterben. So. Du. Hahaha. So, hast mich vermisst, ne? So. Na komm. Ach Mann. Es ist doch nicht mehr viel. 2 Hiebe. Wenn überhaupt. Warum füllt sich meine Lebensenergie immer wieder ein kleines bisschen selber von alleine auf? Ich weiß es nicht. Und jetzt hau ich ihm natürlich einen Arm ab. Ist klar. $1561. Kleber. Dietrich Stufe 1 benötigt. Nein. Was hier noch? Noch mehr Dollar, 108, irgendwas. So, aktivieren. Suche den 4. Lautsprecher und aktiviere ihn. Ja, 54, irgendwas Meter. Es ist nicht weit entfernt. Es ist nicht weit entfernt. Es ist überhaupt nicht weit entfernt. Warum? Okay. Warum zeigt er mir jetzt den Weg an? Ach so. Damit ich dann wieder die Leiter benutze, sehe ich das richtig, ja? Das ist ja total schlau gedacht. Huhuhuhu, das Spiel ist ja total freundlich zu einem. Ich meine, hätte einem auch so navigationsmäßig irgendwie sagen können, springe bitte vom Dach und brech dir alle Knochen. Aber nein, dieser Navi dort unten, der ist ja extrem schlau. Also, der sagt uns sogar, benutze die Leiter. Da. Ist ja der Wahnsinn schlechthin. Sowas wäre toll irgendwie, wenn man das fürs Auto hätte oder sowas. Und nicht immer, hört man ja immer wieder diese lustigsten Geschichten von Leuten, die sich auf ihre Navigationsgeräte verlassen und dann irgendwie feststellen, hoppsala, da ist ja irgendwie keine Brücke oder sowas. Und dann fahren sie mal die am Auto einfach so ins Wasser. Wobei ich mich dann immer noch frage, tatsächlich, wie fahren diese Leute dann tatsächlich Auto? Gucken die ganze Zeit nur aufs Navi oder was? Das finde ich ein bisschen seltsam. Also ich glaube ja nicht. Das Bild hat irgendwie was. Können wir glatt ein Foto von machen. Ich nenne es, die Verzweiflung des Alltags. Macht jetzt bitte alle ein Foto drauf, also einmal auf die Drucktaste drücken und ja, macht es, stellt es euch als Hintergrundbild ein für euren Desktop. So, nee, ganz ehrlich, weil, also ich habe ja eine Zeit lang, zumindest, ich bin ja Autofahrer, ja, ich habe einen Führerschein, hooray, hatten auch ein paar Leute gefragt, habe ich einen Führerschein? Ja, habe ich noch nicht oft genug erwähnt, glaube ich, in meinen Let's Plays. Verdammt, irgendwas. Irgendwelche Leute sind hier. Ich weiß nicht genau, wer hier ist, aber es ist mir an der Stelle total egal. Oder vielleicht ist es mir auch nicht so schrecklich egal, aber... Ups, irgendwas ist dort hinten jedenfalls. Huh, ja, ich habe jedenfalls einen Führerschein und ich habe früher auch ganz gerne, oder ich bin früher auch eigentlich mit Navigationsgerät ständig gefahren, weil ich es irgendwie ganz lustig fand, wenn dann
Irgendwas ist dort hinten. Ach so, da sind Punks. Und die schießen. Au, i, oh. Wer, ja. Halt, Moment. Nein, bitte nicht. Halt. Ja. Zu viele Bekloppte hier. Nein. Was ist denn los hier gerade? So, bam, bam, bam. So, wer will noch was? Wer hat noch nicht hier? Zack, zack, zack. So, boah, meine Fresse. Ausgeflippt. Oh ja, das nennt man wirklich, das kann man wirklich ausgeflippt nennen. So, ganz viel Geld einsammeln und irgendwelche Überreste und öffnen und erschöpfender Polizeiknüppel? Aua. Ich habe es noch gehört, aber ich habe gedacht, ich habe noch einen Moment Zeit. Okay, es war nur ein Rammer, nur ein Rammer, nur ein Rammer, nur ein Rammer. So, wo bin ich jetzt? Ah, da. Oh, hi.